Warte mal, Quinch, jetzt. Ich beende das. Ich mache die Kamera aus. Das ist schlimm. Schlecht. So, wahrscheinlich dann. Das ist wahrscheinlich ganz okay. Ich hab dich. Damit muss ich den ganzen Tag damit klarkommen. Leute. Was, ich trage den hier stundenlang an meinem Stick durch die Gegend. Damit auch mal oben an die Regale rankommt. Dass ich einen Schritt gemacht hätte. Oh Mann. So. Was wir sagen wollten war Take 1. So, willkommen. Wir sind jetzt tatsächlich an unserem richtigen Ziel angekommen, und zwar das Stargate. Hier in Kappern von Martin M. Kappern. Kappern. Es würde mir viel bedeuten, wenn du das hier nochmal richtig zeigst. Da kann man nämlich bei den Künstlern unterstützen. Genau. Mit dem QR-Code. So. Es ist tatsächlich größer als erwartet. Ich habe mir die Fotos vorher nicht angeguckt. Es ist Originalgröße, es ist wunderschön. Es ist geil, es ist wirklich geil. Und wir haben auch gespendet, aber nicht über den PayPal-Code, sondern wir haben tatsächlich in bar gespendet. Haben das Geld zusammen mit seiner Mutter in seiner Werkstatt abgegeben. Und die Bohrmaschine oben drauf gestellt, damit es nicht wegfliegt. Ja. Ja, ist echt cool. Also mir gefällt es richtig gut. Wir würden so viel Blödsinn machen, wenn das Ding bei uns in der Nähe wäre. Ja. Ja, also Martin, wenn du das siehst, bau mal auch eins bei uns Berlin oder Umgebung. Das wäre schön. Genau. Das war ein offizieller Auftrag, bitte schreib mir eine Rechnung. Mit Anlieferung, per Hand. Per Hand. Ja, geil. Wir sollten nichts drauf haben. Ja, der Doktor, ne? Halt. Ja, sieht auch mehr aus wie der Time Warp. Ja, deswegen. Ah, schlimm. Lieber Anubis, dieses Mal zu Weihnachten wünsche ich mir einen Todeskleider und ich wünsche mir eine richtige Stabwaffe. Meine letzte habe ich verloren. Deswegen brauche ich unbedingt eine neue. Schimpft Ra. Wie immer sind wir im tiefsten Wald unterwegs. Gott. Und wir haben sie gefunden. Die geheime Stargate-Trommlerbank. Mitten hier im Wald. Mal gucken, ob wir Claudius finden. Dom, ich habe hier was gefunden. Was ist das? Die Dinger sind hier überall. Gehört? Guck mal, was der hier stimmt. So Klaus, ab jetzt kannst du einen Schnitt setzen. Ab jetzt. Ein was? Ein Schnitzel? Ein Schnitt. Dann guck mal, was wir hier schon jetzt gefunden haben. Ein kleines Kalb und eine hübsche Ente. Ich vermute mal, das war irgendwie ein Kunstprojekt. Machst du vielleicht mir mal ein Foto, mit, wenn ich da also stehe? Neben den großen? Ja, gerne. Neben den großen? Ich mach mal ohne Rucksack, ja. Also filmst und du machst auch Fotos. Du kannst den Film erstmal stoppen kurz. Ich kann nicht. Oder so. Nur ein normales Größenverhältnis festzustellen, ne? Das ist ein normal großer Mensch. Und das ist Claudius. Ich mache ein Foto davon. Machen wir verschiedene Posen, damit es sich auch lohnt. Kommst du klar, oder? Ja. Du darfst auch mehrere Posen machen, ne? Nö, eigentlich reicht es schon, glaube ich. Ich will hier nicht drauf treten, weißt du, deswegen. Reicht. Perfekt. Eine hübsche Figur, ey. Die Bank ist auch cool. Die muss ich auch direkt nochmal fotografieren. Ja, die ist einfach Bank. Hier nichts. Mal hier. Ich nehme so einen Roboter und dann Claudius neben so einem Roboter. Ne? Das ist nur ein bisschen Grundstück, damit ich sowas aufstellen kann. Ja, ich hätte genug Grundstück, um sowas aufzustellen. Oh, der ist schick. Halb Wolf, halb Drache. Halb Kamin. Und oben kommt dann der Rauch raus. Oben kommt der Rauch raus, ja. Das ist für die Kinder gemacht. Kinder haben sie das auch schon. Wahnsinn. Alles aus Eisen gemacht, ja. Mhm. Schick. Er ist jetzt gerade nicht da, ist gerade in Urlaub. Ah, okay. Wir auch, deswegen sind wir ja hier. Wo kommt sie her? Berlin. Ah, und für wen schaut sie da auf Urlaub? Wenn das sogar so eine Reise für uns wert ist quasi. Und hier haben wir den Fallout Shelter. Mist, ich hab, hast du klein Mist gekriegt. Wie viel wolltest du denn geben? Ein Fünfer. Hast du einen Fünfer? Ansonsten müssen wir es wirklich später machen, weil ich habe jetzt, ja, kriegst du nachher wieder. Oder ich schreibe ihn dir mit auf. Machen wir 50-50. Oder so machen wir. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Wir sind da zufällig vorbeigelaufen an diesem kleinen Garten. Und da war die nette Frau und hat da den Garten gemacht, Blumen gemacht und sowas. Und wir haben gefragt, ob wir uns mal das anschauen dürfen, was da steht, weil das Privatgelände. Da meinte sie, ja, okay, könnt ihr gerne machen. Dann haben wir das gemacht und ihr habt es ja gesehen. Es war sehr schön. Hier muss ich auch noch mal kurz, guck mal, hier zeige ich euch das auch noch mal kurz als Unterbrechung einfach mal eingeschoben. Das ist ja mega schön hier. Das ist ja mega schön. Das ist richtig mega. Die Sonne. Er ist toll. Bisschen wie Neustadt bei mir. Ist auch so. Das kleine Flüsselchen. Ja. Nee, jedenfalls haben wir uns das alles angeschaut und sie hat erzählt, das hat ihr Sohn gemacht. Und hat ihr Sohn gemacht, alles. Auch als Hobby quasi, nicht unbedingt beruflich, aber er macht dann auch Ausstellungen und so. Und hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich derselbe Künstler, der auch das Sternentor gemacht hat. Das war sehr lustig. Und dann hat die gute Frau uns sogar noch die Garage geöffnet, wo seine Werkstatt ist. Und da standen schon noch so solche riesigen Füße drin von irgendeinem Kampfroboter oder so, die ja schon angefangen hatte. Das ist sehr cool. Und ja, wir haben ihm dann noch 5 Euro auf seine Werkbank gelegt, als kleine Unterstützung für sein Projekt. Weil für uns war das ja immerhin eine Reise wert. Und das Sternentor ist ja unser nächstes Ziel. Aber wenn ihr das hier seht, dann waren wir schon beim Sternentor. Wir haben es nämlich ans Ende geschnitten, um das so ein bisschen aufzubauen. Ja, für uns, für euch, ihr habt schon gesehen, was am Sternentor auf uns zukommt. Und wir sehen das erst jetzt, demnächst. Es kann nicht mehr weit sein, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Alles klar, bis gleich. Die.